Ein ganz normaler Einkaufsbummel. Rolf Martens war froh, diesen Supermarkt gefunden zu haben. Erst vor kurzem war er in diese Gegend gezogen. In diesem etwas abgelegenen Supermarkt war er in jeder Hinsicht zufrieden. Durch Zufall hatte er ihn heute entdeckt und schon beschlossen, hier öfter einzukaufen. Im Moment hatte er aber nur einige Kleinigkeiten gebraucht, da er die meisten Sachen, die er für das bevorstehende Wochenende brauchte, schon anderswo gekauft hatte. Nun, ein paar Kleinigkeiten, Steaks und Zigaretten, hatte er hier noch günstig erstanden und suchte nun die Kasse. Als er schon eine ganze Zeit vergeblich herumgewandert war, fragte er schließlich eine Verkäuferin. »Wo geht's denn hier zum Ausgang?« »Dort lang«, rief ihm die Frau im Vorbeigehen zu und zeigte ihm die entsprechende Richtung. Als Rolf dort aber ankam, musste er zu seiner Überraschung feststellen, dass es dort gar keine Kassen gab. Er schob seinen Einkaufswagen noch eine Zeit lang unschlüssig hin und her. Dann beschloss er, noch einmal zu fragen. »Wo bitte ist hier die Kasse? Vorne kommt man ja nicht raus«, sprach er einen Verkäufer an, der gerade dabei war, Waren einzusortieren. Dieser schaute ihn einen Moment lang an und antwortete, »Gehen Sie nur diesen Gang entlang, und dann rechts und gleich wieder links.« So machte sich Rolf Martens wieder auf den Weg. An die Beschreibung des Verkäufers versuchte er sich so gut wie möglich zu halten, was aber gar nicht so einfach war. Langsam wurde er auch wirklich ungeduldig. Irgendwo musste noch dieser verdammte Ausgang sein. Sein Ärger wuchs. Vielleicht sollte ich in Zukunft doch nicht mehr hier einkaufen, schoss es ihm durch den Kopf. Das ist ja der reinste Irrgarten. Immer noch konnte er nichts entdecken, was nach einer Kasse oder einem Ausgang aussah. So dumm konnte er doch wohl eigentlich nicht sein. Außerdem hatte er das deutliche Gefühl, dass sich das Geschäft langsam leerte. Es schienen sich kaum noch Kunden in diesem Laden aufzuhalten. Das war eigentlich seltsam. Um diese Uhrzeit war normalerweise in jedem Geschäft ein großer Kundenandrang. Schließlich war es Freitagnachmittag. Plötzlich überfiel ihn das Gefühl, irgendetwas stimme hier nicht. Obwohl, das war natürlich lächerlich. Er war doch in einer ganz normalen Situation, oder? »Sie suchen etwas, mein Herr!« Ruckartig drehte er sich um. Die Verkäuferin in seinem Rücken hatte er gar nicht bemerkt. Erschreckt blieb er wie angewurzelt stehen, mit großen Augen und seltsam starrem Blick, wie es ihm schien, schaute ihn die Frau an. »Dort entlang müssen Sie«, tönte es. Ihr Zeigefinger schnellte in die entsprechende Richtung. Dort entlang. Rolf Martens Finger sanken herab. Er ließ den Einkaufswagen einfach stehen. Zögernd, vom Blick dieser Augen gebannt, ging er einige Schritte rückwärts. Endlich gelang es ihm, sich abzuwenden, und er lief einfach davon. Dass er genau in die Richtung rannte, die die Verkäuferin ihm gewiesen hatte, fiel ihm dabei allerdings nicht auf. Kein Kunde schien sich mehr in diesem grauenhaften Geschäft aufzuhalten. Nur die weißen Kittel der Bediensteten nahm er ab und zu aus den Augenwinkeln wahr. Mein Gott, wie groß war denn dieses Geschäft? Rolf keuchte bereits. Und sein Herz klopfte wie rasend. Irgendwie musste er noch endlich mal irgendwo ankommen. Da, nach vorne war noch irgendwas. Die Reihen der Regale lichteten sich. Und Rolf sah nun,
wohin er geraten war. Er befand sich jetzt in der Fleisch- und Wurstwarenabteilung. Die Fleischtheke bildete den Abschluss des Raumes. Weiter ging es nicht. Er taumelte noch die restlichen Schritte auf die Theke zu und hielt sich dann an ihr fest. Schweiß verklebte ihm die Kleidung und lief ihm in die Augen. Mit einer hastigen Bewegung wischte er sich über die Stirn. Eigentlich wagte er es nicht, sich umzudrehen, aber er musste es tun. Wie unter einem inneren Zwang wandte sich Rolf Martens um. Was er sah, bestätigte endgültig seinen Verdacht, in einem furchtbar realen Albtraum gelandet zu sein. Aus allen Gängen, die auf die Fleischtheke hinmündeten, kam langsam und seltsam lautlos weißbekittelte Verkäuferinnen und Verkäufer. Schnell hatten sie ihn quasi eingekreist. Rolf verspürte nicht einmal mehr richtige Angst. Vor Entsetzen war er einfach wie gelähmt. Sein ganzer Körper war eiskalt und seine Hände sanken kraftlos herab. Was wollen Sie überhaupt von mir?", stammelte er. Zunächst antwortete ihm niemand. Dann trat aus der Menge eines der Wesen heraus und kam langsam auf ihn zu. Die kleinen Augen in dem rosigen Gesicht blinzelten ihn an. »Ach, nichts Besonderes, Rolf Martens, nichts Besonderes«, sagte es mit seltsam quietschender Stimme. »Wir wollten nur endlich einmal sozusagen den Spieß umdrehen.« Das schaurige Gelächter ließ das Blut in Rolfs Adern endgültig gefrieren, wie hypnotisiert starrte er das Wesen mit geweiteten Pupillen an. Immer weiter schlich sich das Wesen an ihn heran. Es gab einen animalischen Laut von sich. Doch noch immer wusste Rolf nicht, worum es hier eigentlich ging. Bis dann sein Blick auf die Reklametafel der Fleischabteilung fiel. Unser Fleisch, stets frisch, stets etwas Außergewöhnliches. Ende. Und vielen Dank. Okay, die Karnivoren sind davon. Fand ich sehr schön gelesen, Luk, war ich klasse. Aber wenn ich gut gelesen habe, auch diese fiese Lachen. Ganz böser heute. Das war die Rache, ja. Für die Grillbilder. Sehr schön. Sehr schön. Danke, Dirk. Ganz toll. Ja, meine Lieben.